zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal ein neues Format, Kanalnachrichten, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Es gibt verschiedene Bereiche in meinen Kanalnachrichten. Als allererstes kommen immer Infos zur Waffenwelt, was gibt es da irgendwo, vielleicht irgendwas Erwähnenswertes, was ich selber erwähnenswert finde. Danach kommen neue Techniksachen, wo ich Zugriff drauf habe und die ich euch eventuell später in Videos zeigen kann. Dann kommt der Bereich Tipps. Da suche ich mir mal immer irgendwas aus. 1, 2, 3 kleine Tipps zum Schützenleben. Dann im nächsten Bereich geht es darum, was ist geplant auf diesem Kanal in der nächsten Zeit. Das heißt, welche Videos sind angedacht oder kommen eventuell. Und auf was könnt ihr euch freuen? Natürlich gehört auch dazu, was sonst noch auf meinem Kanal so passiert, beziehungsweise auf meinen Medien. Ich habe ja auch noch einen Blog, und wenn es da irgendwelche Dinge gibt, dann werde ich die auch erwähnen. Im Bereich Extras zeige ich euch Sachen, die in der Zukunft laufen werden, die jetzt nichts mit dem Kanal zu tun haben, vielleicht direkt andere Dinge, die auch mit meinem Blog zu tun haben und die angedacht sind. Infos zur Waffenwelt. Ich habe heute mal 3 Nachrichten rausgesucht. Zum einen wurde die IWA abgesagt, auch für 2021 leider. Und es wird erst wieder, ich glaube, am 3. bis 6. März 2022 eine richtige IWA da sein. Und die kann man dann besuchen. Wahrscheinlich wird das eine riesengroße IWA, weil so lange überhaupt gar nichts passiert ist, 2 Jahre lang. Das ist schon traurig, 2 Jahre lang hintereinander nicht. Und ja, es gibt zwar ein paar Infos, ein paar kleine Events, aber nicht wirklich eine IWA. Und man darf da natürlich gespannt sein auf das, was 2022 läuft, aber das ist noch sehr lange hin. Kurz, ganz, ganz kurz zum Thema Hähnel versus Heckler und Koch. Ich habe ja von beiden Waffenschmieden Waffen und finde die auch beide sehr gut. Und ich habe die auch schon alle vorgestellt. Und es gibt Neuigkeiten. Auf der Homepage von Hähnel ist eine Stellungnahme zu finden, und in dieser Stellungnahme geht es unter anderem darum, ob die Produktionskapazitäten reichen, was wirklich mit der Patentrechtsverletzung ist und so ein paar andere Dinge. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein, ist ganz interessant und entgegengesetzt zu vielen Gerüchten, die immer so verbreitet werden. Das gleiche gilt auch für Sig Sauer. Da gab es ja auch eine wahnsinnige Gerüchteküche, und auch Sig Sauer hat auf der Homepage etwas geschrieben zu diesen Gerüchten und hat sich dagegen verwehrt, zum Beispiel, dass sie angeblich pleite sind. Und die Entscheidungen muss man einfach akzeptieren. Ich verlinke euch auch den Beitrag, und da könnt ihr auch mal reingucken. Das ist das Statement, was Sig Sauer abgegeben hat. Das sollte erstmal reichen zu den Nachrichten aus der Waffenwelt. Kommen wir zum nächsten Thema, und das heißt Technik. In der nächsten Zeit werde ich öfter mal das Thema Laserentfernungsmesser ansprechen. Ich habe ja schon öfter was über die Entfernungsmessung gemacht, mit dem Absehen und so weiter. Aber bei Wettkämpfen und beim Training ist es sehr wichtig, die Entfernung messen zu können. Und ich habe da was Neues, einen schönen Laserentfernungsmesser vom Militär. Und den werde ich demnächst auch mal vorstellen. Und wenn ich Glück habe, gibt es auch den nagelneuen, also aus diesem Jahr entwickelten neuen Entfernungsmesser von Vectronics, der bezahlbar ist im Gegensatz zu den militärischen, den ich euch auch vorstellen werde, zumindest den Vorgänger vom aktuellen. Und das wird eine ganz interessante Sache, da warte ich noch drauf. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze schlägt. Apropos Entfernungsmesser, auch Kahles hat ja einen Entfernungsmesser seit kurzer Zeit im Produktportfolio, und auch den werde ich hier zur Verfügung haben und werde ich vorstellen. Garmin hat eine neue Uhr auf den Markt geschmissen, und zwar für Longranger. Ja, das ist diese Uhr, die zeige ich euch noch ganz genau. Die ist wirklich gut gelungen, und ich habe ja schon mal den Fortrex vorgestellt, den 701 BE, und Applied Ballistics, die Software-Schmiede aus den USA, hat wieder zusammen mit Garmin was entwickelt, und das ist die neue Tactics. Ich habe eins der allerersten Modelle bekommen,
und habe das auf Herz und Nieren geprüft mittlerweile und werde die dann vorstellen. Das Ding ist wirklich mal was anderes und nicht zu vergleichen mit dem Fortrex. Dann möchte ich auch mal wieder zu Carinthia kommen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Arc'teryx und die haben ja sehr gute Sachen im Produktportfolio, aber leider auch zu sehr, sehr hohen Preisen. Und die Frage ist immer, ob sie gerechtfertigt sind. Und ich kaufe ja mittlerweile auch viel aus anderen Bereichen, unter anderem Carinthia. Und Carinthia hat zwei Produkte, die mir sehr gefallen und die ich auch beide gekauft habe. Und die werde ich auch beide vorstellen. Und ich bin schon gespannt, wie die sich schlagen. Also von dem einen weiß ich schon, dass es super ist. Und von dem anderen, das hängt hier im Schrank, das soll noch ein bisschen Überraschung sein. Da werde ich dann einen Test durchführen und werde mal gucken, ob das wirklich was taugt. Und ich hoffe es inständig. Dann habe ich noch eine Besonderheit, nämlich von Tribal. Es gibt es noch nicht auf der Homepage, es gibt es noch nicht im Katalog. Es ist quasi noch nie drüber gesprochen worden. Und ich hoffe, ich kann es in der nächsten Zeit schon zeigen. Ich teste neue Matrizen von Tribal zurzeit und baue gerade Ladeleitern damit. Und das wird noch ein sehr umfangreiches Feld werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich arbeite ja ganz, ganz viel mit Matrizen von Tribal schon viele Jahre, weil sie halt sehr hochwertig sind. Und ja, es gibt was ganz, ganz Neues und ich möchte die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ich kann nur so viel sagen, es ist eine Matrize. Ich komme mal zu den Tipps. Tipps für Schützen. Ja, da geht es auch um Waffen, sag ich mal, Lagern und solche Dinge. Aber heute habe ich einen Tipp oder zwei Tipps. Der erste Tipp wäre, jetzt ist ja die Weihnachtszeit, noch haben die Behörden ein bisschen Zeit. Irgendwann kommt ja wirklich Weihnachten und dann geht mal wieder eine ganze Zeit gar nichts. Und dann erst wieder ab Januar irgendwann, je nachdem, wie die Urlaube da verteilt werden. Also macht Eintragungen, die ihr vorhabt, ja, europäischen Feuerwaffenpass, solche Dinge, also alles, was ihr beantragen wollt, macht das jetzt. Macht das nicht im Januar. Im Januar denken wieder alle, oh super und das und ich habe eine neue Waffe gekauft, da gibt es ja auch viel zu Weihnachten. Das heißt, im Januar wird schon mal der Berg höher sein auf dem Tisch vom Sachbearbeiter. Und dann kommt der Februar und dann geht's los mit den ganzen Jagdscheinen. Und gerade im Februar, März ist es immer eine Katastrophe, weil so viele Jäger ihre Jagdscheine umschreiben müssen und. Also da würde ich dann nicht gerade zur Behörde gehen zu den Zeiten. Da sind lange Wartezeiten. Das ist auch voll, falls das überhaupt jetzt in Corona-Zeiten passieren wird. Also wenn ihr Einträge habt, die ihr machen könnt, macht die jetzt. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Es sind ja Corona-Zeiten und ich kann jetzt vorschlagen, macht Trockentraining. Jetzt werdet ihr alle sagen, okay, Trockentraining, alles klar. Klar kann man machen. Sollte man auch viel machen, bringt nämlich was. Aber viele Vereine haben einfach zu. Die Schießstände sind zu. Und die Frage ist, muss das sein? Geht zum Ordnungsamt und fragt, also vom Verein aus, und fragt, ob ihr ganz normal Training machen könnt. Denn in vielen Ländern ist es einfach möglich, also Bundesländern, wenn ihr ein Hygienekonzept habt. Und ein Hygienekonzept ist nicht so kompliziert. Ne? Ein bisschen Abstand halten, logischerweise. Keine Leute in irgendwelche Räume reinlassen. Es geht natürlich nur in Outdoor-Anlagen, innen geht gar nichts, ganz klar. Und wenn da so ein Stand ist mit 4 oder 5 einzelnen Bahnen, dann kann ich die beiden äußeren Bahnen belegen, überhaupt kein Problem, dann dazwischen ist genug Platz und das mit der Anmeldung kann ich regeln, ich kann ein bisschen Desinfektionszeug da haben, Schießleiter, also Leute, die Schießleiter sind, können auch alleine trainieren, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und ich weiß von einigen Ordnungsämtern, dass das überhaupt gar kein Problem ist, Einzeltraining oder zu zweit, wenn genug Platz da ist. Also einfach mal nachfragen, Konzept machen, hingehen und ja, den Schießstand wieder aufmachen. Kanalinfos. Was kommt in nächster Zeit? Was wird sich ändern? Ja, es ändert sich was. Ja, erstmal, was kommt in nächster Zeit? Ich habe ja immer eine lange Liste von Videos, die ich alle drehen will und die Liste wird immer länger. Das heißt, ich habe eigentlich immer genug zu tun und die Frage ist immer, was sind die richtigen Videos, ganz klar. Und was kommt in nächster Zeit? Ich habe ja schon im
Technikbereich angedeutet, dass ich ein paar Dinge bekomme und habe und die auf jeden Fall vorstellen werde. Da wird es also eine Menge Videos geben. Es wird auch die Ballistikreihe weitergeben. Da gibt es auch immer viele Themen, die gerade für Longranger interessant sind. Es wird auch neue Dinge im Wiederladebereich geben. Ich habe da einiges da, was ich jetzt eine Zeit lang getestet habe. Und es gibt natürlich auch wieder Waffen. Es gibt Änderungen auf dem Kanal. Ich habe ja immer wieder Anfragen bekommen. Es gab immer wieder Kommentare. Wie können wir den Kanal unterstützen? Und ich habe ja bisher nicht sowas wie Patreon und solche Dinge. Das habe ich ja alles überhaupt nicht gemacht. Auch andere Dinge nicht und irgendwie PayPal und solche Dinge. Das gibt's ja alles nicht. Ich habe jetzt beschlossen, einen Mitgliederbereich zu formen. Das gibt es ja bei YouTube, diese Funktion, und ein Teil dieser Erlöse, die ist da, also das, was man bezahlt, ist wie ein Abo, das kommt mir zugute. Das ist gut so, da kann ich wieder irgendwelche Dinge auf dem Kanal machen. Ich habe ja einen Haufen Technik und einen Haufen Investitionen immer für diesen Kanal, und da kommt ja quasi nichts rein, weil die ganzen Werbeeinnahmen von YouTube gestrichen werden. Leider, das ist leider so. Das heißt, die ganzen Videos, die ich mache, dafür gibt es quasi nichts zurück. Ich arbeite ja ein bisschen mit Affiliate Links. Das ist das Einzige, was ich überhaupt noch machen kann. Dazu muss man aber erstmal in die Beschreibung gehen und muss da auch noch draufklicken, muss dann auch noch was kaufen, logischerweise. Und dann kriege ich da ein bisschen von ab. Das ist also nicht der direkte Weg. Und ich habe beschlossen, einen Mitgliederbereich zu machen. Die Videos sind immer für alle da. Ich veröffentliche alle Videos. In meinen Videos gibt es nie Werbung. Also innerhalb des Videos habe ich immer abgeschaltet. Könnt ihr jedes Video nachgucken. Es gibt keine Werbung. Schon immer. Ich mag das nicht. Wenn ich ein Video sehe und in der Mitte kommt Werbung, kriege ich so einen Hals. Und das will ich auch meinen Zuschauern nicht zumuten. Will ich euch nicht zumuten. Und deshalb habe ich noch nie Werbung im Video gemacht. Ich werde auch nicht bezahlt von den Firmen. Ich habe das immer abgelehnt. Ich habe das ja ab und zu mal vielleicht angedeutet. Das gibt es also auch nicht. Ich lasse mir keine Produkte sponsern. Das gibt es also auch nicht. Ich lasse mir in ganz wenigen Ausnahmefällen leihe ich mir ein Gerät, weil ich das gerne haben möchte und vorher testen möchte, bevor ich das kaufe. Und ich kaufe das dann auch und bezahle das dann auch von meinem eigenen Geld. So läuft das, damit bleibe ich unabhängig. Ich lehne die ganzen Anfragen der ganzen Unternehmer ab. Bisher bekomme ich eine ganze Menge Anfragen und ich bekomme auch eine ganze Menge Produkte versprochen, die ich aber immer ablehne. Wenn die Unternehmer zugucken, werden die das sehen, und der Grund ist, ich möchte unabhängig bleiben. Ja, das zum Mitgliederbereich. Also beim Kanal ändert sich auch was. In den Videos gibt es wie immer keine Werbung und ich werde mich auch weiterhin nicht kaufen lassen. Extras. Was gibt es sonst noch? Es gibt eine ganze Menge und eigentlich wollte ich gar nicht so viel verraten. Ihr kennt ja mein Ticker-Projekt. Das ist ja, eigentlich ist es ja fertig, aber was ist schon fertig? Das Ding schießt super. Ich war auf 1 Kilometer schießen. Ja, da fehlt auch noch das Video. Ist aber alles schon auf dem Rechner in Arbeit. Geht aber alles nicht so schnell. Videoschneiden dauert sehr, sehr lange. Also, und da gibt es gleich mehrere Dinge. Es gibt also den neuen Lauf, einen Heavy Barrel, also richtig einen dicken Lauf und auch einen längeren Lauf. Und ich zeige euch auch, wie der Lauf eingebaut wird. Ich habe einen Deal gemacht mit einem Büchsenmacher, wo ich filmen darf. Das ist ja nicht gang und gäbe. Und ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass das im Dezember klappt schon. Was gibt es noch? Über ungelegte Eier soll man ja nicht reden, aber so ganz ungelegt ist das Ei ja nicht. Es gibt ein neues Buch. Ein neues Buch, und es sieht so aus, als wenn es im Frühjahr fertig wird, nächstes Jahr. Es sind ungefähr 40% schon fertig. Ich schreibe da schon ein paar Monate dran. Ich habe da schon sehr lange recherchiert wieder und Dinge zusammengetragen. Und es geht um das Thema Longrange-Training. Longrange-Training mit allem drum und dran, und zwar komplett im Detail. Wie macht man was? Mit allen Berechnungen, mit jedem Zubehör und mit Tipps, mit Schießfertigkeit, mit allem. Also komplett. Ich mache ja Kurse im Longrange, und in diesen Kursen habe ich ein sogenanntes Trainingssystem entwickelt.
Das läuft schon eine ganze Weile und es hat sich bewährt und dieses Trainingssystem ist komplett auch im Buch abgebildet. Ja, auch mein Trainingsbereich Long Range ändert sich nächstes Jahr ein bisschen. Es gibt nicht nur meine normalen Kurse, die ich immer angeboten habe, also meine Einsteigerkurse in Deutschland bleiben weiterhin bestehen. Außerdem gibt es Privattraining ab nächstem Jahr, das heißt wirklich Einzeltraining oder maximal zu zweit und das auch im Ausland, logischerweise auf längere Distanzen. Und es gibt Trainingscamps. Ich habe mich auch breitschlagen lassen, eine sogenannte Wettkampfbegleitung zu machen. Das wird aber auch eher so eine Einzelbegleitung werden. Das heißt, ich nehme jemanden mit auf einen Wettkampf und führe ihn dort ein. Und das wird bestimmt für den einen oder anderen eine interessante Geschichte werden. Ja, das war das neue Format V-Projekte Kanalnachrichten und ich hoffe, da war ein bisschen was Interessantes dabei. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Falls das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch. Ansonsten Kanal abonnieren und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.